Meine heutige Interviewpartnerin ist die CDU-Politikerin und Landtagsabgeordnete Sandra Gocke. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Frau Gocke ist derzeit in einigen unserer Einrichtungen im Rahmen eines Perspektivwechsels zu Gast. Sie war schon in unseren Howald-Werkstätten, in unserer gemeinschaftlichen Wohnform Sonnenhof, in der Kita Die Glückskäfer, hat unsere interdisziplinäre Frühförder- und Frühberatungsstelle besucht und war auch hier in der Geschäftsstelle auf dem Sonnenstein zu Gast. Frau Gocke, welche Eindrücke nehmen Sie denn aus den Besuchen hier bei uns mit? Es ist sehr imposant gewesen, dieser Perspektivwechsel, vor allem auch in der Vielfalt der Einrichtungen. Und für mich war ganz auffällig, dass in allen Einrichtungen ein extrem kollegialer, empathischer Umgang untereinander der Teams, aber auch in der Zuwendung zu den Betroffenen vorhanden war und dass man auf die individuellen Probleme des Einzelnen eingegangen ist und dort differenziert gearbeitet hat und versucht hat, Lösungen zu finden. Das fand ich sehr, sehr imposant für mich und zu sehen, dass das Thema ein Stück zum Glück auch tatsächlich im Lebensalltag gelebt und wird. Schön. In unseren Howald-Werkstätten ist ja auch der Werkstattrat auf Sie drauf zugekommen. Das Thema Mindestlohn in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen beschäftigt unsere Mitarbeiter dort gerade sehr. Und Sie würden sich eben wünschen, zu solchen Themen auch mal gefragt und angehört zu werden. Deswegen hat Ihnen auch der Werkstattrat einen Brief mitgegeben mit seinen Wünschen und Sorgen, mit der Bitte, diese Themen auch im Landtag zu platzieren. Konnten Sie da schon Gespräche führen? Ich habe erste Gespräche geführt in unseren eigenen Reihen, in den Arbeitskreisen und habe auch nochmal geschildert, dass da ja eigentlich von unserer Seite politisch mit dem Mindestlohn ja auch auf die Menschen mit Behinderung ja eher positiv der Elemente geschaffen werden sollen und dass da die Rückmeldung so ist, das war schon im ersten Augenblick ein Stück weit verwunderlich, aber man muss das natürlich respektieren und insofern habe ich also das mitgenommen. Und wir diskutieren das auch bei uns im Arbeitskreis Gesundheit und Soziales, in dem ich ja mit dabei bin. Und ich denke, da gibt es auch nochmal, ich sag mal, einen Perspektivwechsel in den Denkstrukturen, was wir natürlich auch mit nach Berlin geben, weil das ja auch ein Bundesthema ist. Und ist denn angedacht, dass man mal jemanden, vielleicht auch so Selbstvertreter, auch mal einlädt? Ja. Also wir im Arbeitskreis sind dem aufgeschlossen und haben das auch diskutiert, dass wir Vertreter der Werkstatträte mit in unseren Diskurs einbeziehen und dort nochmal vor Ort auch das aus direktem Munde berufen auch dann auch nochmal hören. Ja. Und da werden Sie sich sicher freuen. Ja. Am 5. Mai war der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und das Motto in diesem Jahr war Zukunft barrierefrei zu gestalten. Zur Barrierefreiheit ist es noch ein recht langer Weg. Auch wir haben Ihnen ja an verschiedenen Stellen Barrieren für Ihre Klienten aufgezeigt, zum Beispiel die Unterführung in Lohm. Was wollen Sie denn zukünftig tun, um solche Barrieren abzuschaffen? Also auch das habe ich in unseren Arbeitskreis auch mitgenommen, beziehungsweise das spezielle Thema Lohmen habe ich auch schon mit der Bürgermeisterin Silke Grossmann angesprochen. Wir wissen natürlich darum, da es bei diesen Straßen, die dort betroffen sind, verschiedene Institutionen mit eingebunden werden müssen, dass es nicht von heute auf morgen passiert, das kann man nicht versprechen, aber dass wir uns auf den Weg machen. Und wenn man die Ortsentwicklung von Lohmen auch sich anschaut, sich damit nochmal näher befasst, die Regionalentwicklung, die dort auch stattfinden soll, dann wird es dort in den nächsten Jahren Veränderungen geben, die auch positiv sich auswirken auf die Wohnstätte. Und dass da also Möglichkeiten auch in den Blick genommen werden, barrierefreier unterwegs sein zu können. Das klingt sehr gut. Vielen Dank schon mal dafür. Sie haben ja auch einen Einblick in den Verwaltungsapparat unserer Lebenshilfe bekommen. Die Anforderungen steigen zum Beispiel in Bereichen Personal, Buchhaltung und Datenschutz immer weiter und deswegen fordern wir, dass dieser Mehraufwand auch bei Kostensatzverhandlungen berücksichtigt werden muss. Wie stehen Sie denn zu diesem Thema, gerade jetzt auch nach den Gesprächen und Einblicken bei uns? Der Kostenfaktor ist natürlich für jedes Unternehmen und für jeden Verein, der auch karitativ unterwegs ist, ein ganz herausforderndes Thema. Wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass die Leistung gewürdigt wird, dass die Leistungen finanzierbar bleiben. Und trotz dessen, ich hatte das ja auch in dem Bereich der Verwaltung auch schon gesagt, wir müssen schauen, was können wir uns leisten, wie sind die Haushaltsstrukturen
und was geben wir auch den nachfolgenden Generationen mit als Auftrag. Und da muss man abwägen, aber die Dinge sind, die Personalkosten sind erhöht, die Verwaltungsaufwände sind erhöht und das muss finanziert werden. Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass das adäquat auch angepasst wird an die Lebensbedingungen, die wir und Arbeitsbedingungen, die wir jetzt wirtschaftlich auch haben. Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung sind unsere Vereinsziele. Wir haben Ihnen, hier liegt sie nochmal, die Checkliste, eine Checkliste an die Hand gegeben mit Punkten, die für unsere Klienten, für unsere Mitarbeiter, unsere Einrichtungen einfach wichtig sind, um diese Ziele auch zukünftig weiter verfolgen zu können. Konnten Sie schon einige Punkte davon angehen? Wie wollen Sie mit der Liste umgehen? Wie können wir da verbleiben? Ja, wir haben die Liste ja auch schon mal mit den Mitarbeitern ja schon vorbesprochen. Die Frage des Mindestlohns haben wir in den Diskurs genommen, wie ich es ja auch jetzt schon mal gesagt habe. Ich finde es wichtig, dass man den Perspektivwechsel auch immer wieder als Politiker, egal ob Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordnete, immer wieder wahrnimmt, weil sich natürlich auch die Anforderungen in verschiedenen Jahren auch verändern. Und das ist wichtig für die eigene Arbeit und auch für den Blick für Gesetzesvorhaben, für Entscheidungen, die man einfach auch im politischen Raum trifft. Ein besonderes Anliegen, habe ich ja auch vernommen, ist die Neugründung der Maria Montessori-Schule, dass also dort auch mit dem SMK nochmal Rücksprache gehalten wird. Das habe ich mit dem Minister persönlich getan und bin dort optimistisch auch der Unterstützung. Und der weitere Ausbau von heilpädagogischen und integrativen Kitas, das ist mir auch persönlich in meiner Arbeit auch als Bildungspolitikerin und ehemalige Schulleiterin ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der natürlich seine weitere Unterstützung erfordert und auch von meiner Seite auch Unterstützung bekommt. Können wir uns vielleicht irgendwie darauf einigen, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr oder irgendwie nochmal treffen und nochmal drüber sprechen, was so passiert ist, wie der Stand ist? Also das können wir immer wieder gerne tun. Ich bin auch immer wieder neugierig zu schauen, wie auch die Veränderungen und Entwicklungen bei Ihnen jetzt hier in der Lebenshilfe sich vollziehen. Es gibt ja da auch die ein oder anderen Projekte, die ja noch aufs Gleis gestellt werden sollen. Und da bin ich natürlich neugierig und interessiert, wie dort auch das weitere Verfahren ist. Welche Gedanken, Ideen, vielleicht sogar konkrete Aufgabenstellungen nehmen Sie jetzt für Ihre zukünftige Arbeit aus diesen Perspektivwechseln bei uns mit? Also ein Thema ist mir ganz wichtig geworden, was mich bewegt hat. Der Wunsch nach dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt, nach der Möglichkeit zu suchen, wie können wir eine Berufsausbildung für die Klienten organisieren, welche Chancen sich damit verbinden. Und das ist ein Thema, was ich ganz stark für mich mitnehme, was ich auch im Bereich meiner bildungspolitischen Arbeit mir auf die Agenda gesetzt habe. Und das wird für mich ein Schwerpunkt sein, doch auch in den Themen und in der Auseinandersetzung mit Schulleitern, die in den Förderschulen unterwegs sind, mit Lehrplankonzepten dort einfach zu überlegen, wie könnte man jungen Menschen aus den Förderschulbereichen eine Möglichkeit schaffen, eben eine Qualifizierung für den Arbeitsmarkt zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank für das, was Sie vorhaben. Vielen Dank für das Interview, für Ihr Interesse an unserem Verein und an unserer Arbeit und auch wirklich für den guten und konstruktiven Austausch, den wir in den letzten Wochen und Monaten hatten. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche wirklich weiterhin gutes Gelingen und dass das wunderbare Klima, was erlebbar ist und spürbar ist, auch weiterhin trägt. Alles Gute. Danke.